Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Jo. Wir warten darauf, dass wir eine neue Insel ansteuern. Ganz einfach. Und wie gesagt, ich möchte gerne jetzt ein bisschen Holz hacken. Dazu brauche ich meine Axt. Die war, glaube ich, nein. Die war hier irgendwo drinnen. Richtig, da ist sie. Und werde gleich mal mich hier ans Werk begeben. Zack, 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 zack. Und werde auch gleich hier meine Beete entfernen und sie anders postieren. Zack, 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 zack. So. La 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 la. Perfekt. Und auch hier. Zack, zack, zack. Ich weiß noch nicht, was ich hier unten bauen werde. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die Pflanzkisten kommen jetzt einmal mit. So. Habe ich noch Platz? Ja. Pflanzkisten lasse ich noch. Du kommst mit. Du kommst mit. Dann kommst du mit. Die werden jetzt alle ganz nach oben hin platziert. Freilich für die Möwe ist das super. Aber was auch schlecht ist wahrscheinlich, wenn wir wieder mal auf eine Insel kommen, wo so ein Kondor ist, der wieder unser wunderschönes Floß angreift. Das wird wahrscheinlich auch eine Katastrophe, eine kleine. Naja, ja, mal sehen. So, zack und zack. Auch du kommst mit. Ich denke, ich mache mir hier eine schöne Terrasse. Wenn das hier dann zu ist, da oben bis daher, denke ich mal, mache ich mir eine schöne Terrasse draus. Auch hier möchte ich dann nochmal hier rüber, während da noch ein paar Netze kommen, dass ich hier wirklich schön im Kreis herum die Netze habe. Das eine Netz, das ich falsch platziert habe, werde ich auch tauschen. Auch hier wird dann noch ein Netz herkommen. Da drüben, das auch noch, ich glaube, das werde ich sogar verlängern. Werden wir sehen, mache ich die eigentlich komplett kaputt? Oder bleibt die am Leben? Das werde ich nachher noch schauen. Also die Netze, ne? Das werde ich nachher dann noch begutachten. Jo. So, auch dich nehme ich mit. Meine kleine Glückskatze. Du sollst ja auf meine Beete achten. Mein bringt sie nichts, aber ist ja wurscht. Hübsch ausschauen tut's, glaube ich. So, also hier rauf. Zack, zack, zack. Genau, und hier wird mein Garten quasi. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Dann werden wir hier gleich anfangen. Die großen eher mittig, glaube ich. Dass wir rundherum die kleinen machen. Ich glaube, das schaut schöner aus, wenn man die großen, die Baumpflanzkisten, mittig macht. Jetzt ist ja die Frage, wie weit möchte ich hier noch raus? Ich denke, eine Reihe werde ich schon noch dazu machen. Warte mal, also eins, zwei, drei haben es ungefähr Platz. Also hier müsste es ungefähr sein dann. Hier so, glaube ich. Ich hoffe, dass das so schön ist, ungefähr. Ich denke mal. Ich meine, ganz perfekt muss es ja eh nicht sein. Vielleicht noch einen Schritt zurück, dass vorne noch was Platz, dass man vorne leichter gehen kann. Ha? Ist das so okay? Ich glaube, ha? Ah, könnte knapp werden jetzt. Hm, schauen wir mal. So, vielleicht geht das ganz, ganz gut, wenn es weiter ineinander ist. Zum Platz sparen. So vielleicht? Oh ja, geht sich schon aus. Ist nicht ganz hässlich, glaube ich. Jo, das ist schon okay so. Glaube ich. Ha? Schaut nicht so übel aus. Haben wir den Sämlinge bekommen? Selbstverständlich nicht. Gut. Dann haben wir hier noch unser großes Ding. Das wird sich hier, glaube ich, ganz gut machen. Glaube ich. Dann haben wir nämlich noch zusätzlich einen Runterfallschutz, würde ich mal sagen. Ha? Schön randig. Noch ein Stück nach hinten. Wie weit kann ich denn nach hinten? Alter, fliegt jedenfalls das Ganze drum runter, oder? Ich würde mal sagen, so ist das so schön.
Gehört noch fast ein Stück nach hinten. Ungefähr so. Ja, ja, so ist es in Ordnung, glaube ich. Hier vorne? Ja, das passt schon so. Siehst du, dann kann man da nicht mehr runterfallen. Ich werde hier zwar auch wahrscheinlich noch eines nach außen machen, rundherum. Ah! Brauche ich das? Bitte warten Sie. Habe ich noch mein Paddel? Ja. Ich probiere mein Glück. Vielleicht habe ich so viel Glück, dass hier was Vernünftiges drinnen ist. Und da muss ich mal schauen, ob ich schon bei der Insel vorbeigeschustert bin. Ich muss mal raufgehen. Optimal wäre es wieder eine große Insel, auch wenn der Kondor da ist. Dass wir vielleicht so viel Glück haben, dass wir... So, hier bin ich. Warte, ich muss mich kurz konzentrieren. Dass wir vielleicht so viel... Wow! So viel Glück haben. Sehr gut. Dass wir... Ich glaube, so war es, ne? Dass wir wieder zu Schmutz kommen, das wollte ich sagen. Als Schmutz brauche ich ja... Mann, du nervst. Genau du. Lass mein Floß. Ist sie bald am Verrecken. Gott sei Dank. So, was wollte ich sagen? Dass wir zum Glück, was? Wieder Schmutz finden, das wollte ich sagen. Ja, ich bin voll daneben vorbeigeschossen. Ich entferne mich. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Weiter in die Richtung. So. Und ein bisschen paddeln, glaube ich. Ich sehe sie noch nicht, die Insel. Aber sie muss in die Richtung sein. Ja, jetzt ist das halt leider mit dem Segel sehr blöd. Ich glaube, das kann ich einziehen. Das hilft mir gerade überhaupt nichts. Aber da vorne müsste es dann sein. Da drüben, da so irgendwo in der Richtung. Mit dem Paddel komme ich jetzt halt auch nicht weit. Es wäre halt echt schön, wenn es eine anständige Insel wäre. Aber andererseits bringe ich so endlich mal mein Plastik weg, ne? Habe ich eigentlich... Plastik habe ich mit, ja. Habe ich Platz? Nein. Jetzt wollte ich eigentlich da schön die Insel machen und segel voll Gas bei der Insel vorbei. Ah, es ist die große wieder, glaube ich. Oder? Noch sehe ich kein Mistviech herumfliegen. Wenn ich viel Glück habe, ist es eine halbwegs normale. Aber ich hoffe, dass sie trotzdem Schmutz für uns hat. So, dass eigentlich Schmutz heißt und nicht Erde. Wahrscheinlich deshalb, weil Erde wäre ja überall, ne? Dann hätte ich es zumindest humusreiche Erde genannt oder so. Oder fruchtbare Erde, irgendwie sowas. Naja. Da vorne ist auf jeden Fall unser Ziel. Ich werde es wohl hoffentlich erreichen. Okay, die Battle geht ein. Macht aber nichts. Durstig bin ich auch gleich. Ja, ist jetzt ein bisschen mühselig, leider Gottes. Wo ist mein Werkzeug? Nein, nein, nein. Ja. Seil fehlt mir, ist aber kein Problem. Zack, passt. Und weiter geht's. Hä? Irgendwie ist jetzt die Insel verschwunden. Oder ist da jetzt so ein Nebel, dass ich sie nicht sehe? Ah na, da sieht man sie ganz schwach. Okay. Dauert jetzt halt ein bisschen, weil der Wind jetzt leider nicht günstig steht. Ich könnte mir jetzt zwar noch schnell versuchen... Na, vergiss es, den Motor kann ich nicht bauen. Mir fehlt ja das Metall. Ach, herrje. Never lucky. Es ist auch nicht so einfach, so ein großes Floß zu bewegen. Ich bin eh nicht so schwach. Ja, man sieht schon langsam. Das ist eine recht große Insel. Ich glaube, ich bin hier wieder auf der einen, wo der Steinschmeißer... Kondor wohnt. Schaut zumindest recht groß aus.
Oder? Doch nicht. Nicht so hoch zumindest. Das ist echt, das wäre wieder so typisch ich, wenn ich nochmal zum vierten Mal, glaube ich, auf dieselbe Insel komme. Aber nein, die ist, glaube ich, etwas kleiner, was man so sehen kann in der Ferne. Das ist, glaube ich, nicht dieselbe. Dann muss ich schauen, dass ich irgendwie darüber komme, dazwischen parken kann. Ich hasse dich, hi. Ich mag dich nicht. Aber bald kommst du auf den Grill. Das ist ein Versprechen. So, ja. Schön langsam wird's ja. Ist halt jetzt echt doof, dass die Windrichtung nicht passt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man für den Motor dann diesen Bio-Treibstoff da braucht. Und da habe ich nur 4 Töschen. Komme ich somit nicht sehr weit. Oh doch, es ist eine große Insel. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, wirklich eine große Insel. Oh, hoppala. Sehe ich es gerade. Ja, okay. Schnell was trinken. Ist natürlich gleich auf der anderen Seite, ist eh klar. Jetzt verliere ich wieder ein paar Meter. So. Ja, ja. Bitte sterben Sie nicht. Ja, natürlich ist der Hai wieder voll dabei. So nur schnell, dass es dabei was zu arbeiten hat. Ich muss mich beeilen. Nicht, dass ich Meter verliere. Wow. So. Jetzt ist natürlich stockdunkel. Jetzt sehe ich natürlich wieder überhaupt nichts. Wie schaut es mit dem Wind aus? Natürlich wieder. Immer noch verkehrt. Aber wir kommen langsam. Dauert einen ganzen Part. Bis wir bei der Insel sind, das ist schrecklich. Ah, das ist echt blöd. Ich befürchte, es ist eine große Insel. Das heißt, wir müssen wieder mit Steinschlägen rechnen. So. Das sind wahrscheinlich nur noch 300 Meter oder so. Ach, herrje. Das ist echt bitter. Vor allem das Battle hält auch nicht so viel aus. Ach Gott. Was soll man machen? Ich muss dahin. Ich brauche ganz dringend Metall. Ganz dringend. Bin ich schon dran vorbei? Fast, alter Schwede. So, jetzt geradeaus, bitte. So, Plansch, Plansch, Plansch. Ach, herrje. Sehr spannend, ne? Ja. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Bis morgen früh werden wir wohl da sein. Ich glaube, es wird sogar schon hell. Ah, auweia, auweia. So, das Bad ist auch gleich hin. Dann bauen wir uns gleich noch eins. Ich glaube, für eins oder zwei müsste ich noch... Aha, fehlt mir schon der Kunststoff. Lol, macht aber nichts. Haben wir alles da. So. Und kann schon weitergehen. Alter Schwede, ist das anstrengend. Ich glaube, das ist eine hohe Insel, ne? Ich sehe zwar noch keine Silhouette, dass der Vogel da wäre, aber es dürfte sich leider schon um seine Behausung handeln. Für das ist die Insel viel zu hoch. Sobald da um irgendwas im Kreis herumfliegt, wissen wir schon, dass es wieder sehr gefährlich wird. Ja, ja, da fliegt er schon. Ich sehe ihn schon. Natürlich ist es wieder die Insel. Die zieht mich magisch an. Ich kann nichts dafür. Die zieht mich magisch an. Da. Ja, ja. Never lucky.
Aber wir haben eine Chance auf Schmutz und Pilze. Das ist ja schon mal was. Und eine Ziege wäre auch da. Ich habe aber immer noch nicht die Chance, diesen Netzwerfer hier zu basteln. Also den Netzwerfer habe ich schon, aber nicht die Munition dazu. Ah, schau, servus. Na, bitte kein Wellengang. Ich habe überhaupt kein Glück. Jetzt ist das natürlich noch schwieriger, an die Insel ranzukommen. Alter, bewege ich mich überhaupt? Ich glaube eher weg statt dran, ne? Mann, ey, das ist so anstrengend. Könnte sich der Wind bitte drehen? Es ist echt übel, muss ich schon sagen. Es geht mir nämlich auch die Seile aus. Ich muss mich schon selber auslachen. Hungrig bin ich auch schon. Alter! Hey! Kann ich dich nicht benutzen? Aha, willst du was beißen? Nein. Der hat jetzt schon so ausgeschaut, als wenn er schon einen Happen essen möchte vom Floß. Das wird so nix. Bitte hilf mir, Segel. Ich brauche da 30 Jahre. Willst du dich? Aber durch den Wind, glaube ich, wird das nix. Da bläst mich das Segel höchstens zurück, ne? Weil... Na toll, jetzt fängt es Regen auch noch an. Bitte Wind, ändere deine Richtung. Sei so gut. Zack. Nächstes Battle hin. Ja, klar. Das ist unnötig anstrengend, ehrlich. Das bringt sie so nichts. Falsches Ding. Hier. Nee, da habe ich keine Chance ranzukommen. Glaube ich. Da brauche ich noch einen ganzen Tag, bis ich da bin. Vor allem mit dem starken Wellengang jetzt. Habe ich, glaube ich, erst recht keine Meter. Mann, das ist so schade. Dabei hätte ich jetzt wirklich gute Chancen gehabt, wieder an den Schmutz ranzukommen. Ah, das ist ärgerlich. Solange sich der Wind auch nicht dreht, habe ich gar keine Meter. Jetzt wäre ich schon so nah gewesen. Es ist halt echt übel. Nee. Ich glaube, da komme ich überhaupt nicht dran, oder? Genau jetzt kommt nämlich der Sturm auch noch. Es ist zum Weinen, wirklich. Ich glaube, ich bleibe genau an Ort und Stelle. Ich komme keinen Meter vor. Es ist halt echt übel. Tja. Da habe ich dann wohl Pech gehabt. Echt übel. Es wäre halt echt schön gewesen. Jetzt wird es langsam ruhiger wieder, ne? Der Wellengang. Wenn ich Glück habe, komme ich jetzt vorwärts. Alter. Ich muss schon so viele Blasen auf den Händen haben. Unglaublich. Ich glaube, das ist sinnlos. Das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade wirklich. Nee, das bringt sie nichts. Lass uns gut sein. So, wie schauen wir aus? Das waren 100,
100 Meter, mehr war das jetzt nicht. Problem ist, mit der Insel, die da unten ist, ist zwar noch ein Stückchen weiter weg, die hat zwar sicher keinen Dreck, aber dafür Metall. Und Metall brauchen wir eh dringender. Vielleicht habe ich ein Glück. Und, hoppala. Und, na. Was wollte ich sagen, vielleicht habe ich Glück und wir kriegen es hin, dass wir genug Metall zusammenkriegen, dass wir, dass wir Dings machen können, ne? Unser Lenkrad und unser Dingsbums. Das Battle verbrauche ich noch schnell. Auch wenn es nichts bringt. Ich verbrauche es einfach schnell. So. Für Platz und so. Was haben wir denn hier? Kartoffeln, Ballenblatt. Ja, lol. So. Ja. Gut. Schnell rauf. Ganz rauf. Hier waren wir. Genau. Dann die Pflanzkistchen. Da könnte ich noch hier eine Reihe dazu machen. Möchte ich es lieber hier haben oder da? Ich glaube lieber da. Hätte ich könnte doch das Ganze etwas nach hinten schieben. Naja. Ich stelle den mal kurz dahin. Dann mache ich das nochmal weg. Und stelle es doch noch ganz am Rand, ziemlich am Rand hin. Also noch ein Stück. Da so ungefähr. Würdest du das hinstellen? So. Ja, da komme ich noch gut dran vorbei. Das passt. Genau, so machen wir das. Jetzt kann ich aber nichts sehen. Ob das was gleich schaut. So. Und hier nochmal. Dann habe ich vorhin Platz für die Kleinen. Und dann passt es schon. Noch ein Stück. Ich glaube so. Ja. Gut, dann habe ich hier Platz. Nehme ich das noch schnell mit. Dann muss ich den Kerl sowieso drehen. So, genau. Den stelle ich dann... Boah, wohin? Daher? So ist gut. Ja. Dann haben wir hier die Kleinen. Was bist du? Bist du auch eine kleine Anbaufläche? Kann ich nur auf 5 stacken? Ah, okay. Kann man nur auf 5 stacken. Wenn ich das jetzt aber so mache, so und so, geht sich dann mehr aus? Ich möchte es jetzt gerne mal probieren, ehrlich gesagt. Oder ob das so... Warte. So effektiver war. Schön ist es auf jeden Fall so, glaube ich. So. Für so habe ich es eigentlich ausgemessen. So. So. Dann auch hier noch eine. So. Dann da kommt eine hin. So. Nein. So. Dann kommt hier eine hin. Ja, müsste passen. So. So, dann hier. Oh, genau, die anderen beiden noch. So. So, und die andere da oben. So, genau, so sollte ungefähr ausschauen. Ja. Dann die Batterie. Zack. Genau. Ja. Hier kommt sowieso noch eine Reihe hin. Würde ich sagen. Und dann daneben werden wir die Treppe bauen. Ah! Da sind meine Ohrklein. Da, was machen Sie? Sie müssen darüber. Heureka. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Darüber. Hui. Fast wieder daneben vorbei, ne? Puh. So, aber jetzt der Vollgas. Die Insel schaut auch recht brauchbar aus. Und schon wieder durstig. Es ist unwahrscheinlich.
So, die Richtung passt schon mal. Mann, ey, immer durstig. Rund um die Uhr nur durstig. Fürchterlich. Fürchterlich. So. So. Nachfüllen. So. Und einmal noch. So. Sind Sie jetzt endlich mal zufrieden? So. Ja, das passt ganz gut. Bisschen noch in die Richtung. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir eine gute Insel. Ich hoffe, dass wir sehr viel Glück haben mit... Doing. Mit Eisen. Also mit Metall. So. So, die Firma dankt. Dann können wir uns jetzt mal kurz vorbereiten. Dann mal noch was essen. Nom, nom, nom. Und hier noch was. Dann saufen wir noch schnell was. Schaut gleich anders aus, ne, wenn hier Platz ist. So. Und so. Aha, da ist nichts mehr. Einmal trinken. So, die Flaschen werde ich noch rausholen. So. Sehr gut. Ja, ja. Meine Güte, meine Güte. Wow. Und tschüss. Wie viele Planken habe ich jetzt? 5 Stück ist zu wenig. Aber da habe ich eh noch ein bisschen. Ich will mir nämlich gern den Hammer noch schnell bauen. Zack. Passt. Das war mir jetzt schon länger ein Bedürfnis. Weil ich brauche, ich möchte gerne, genau, mein Floß wieder ein bisschen reparieren. Und wo war jetzt das Netz? Das hier, das ist verkehrt. Das werde ich mal probieren, ob ich es entfernen kann. Aha, wird komplett hin. Oder? Nein, doch nicht. Ich darf es tauschen. So, genau. Das war mir schon immer ein Dorn im Auge. Jetzt schaut es wieder besser aus. Genau. Boah, da haben wir recht viel Glumpert gefarmt. Schön. Auch hier gehört unbedingt noch eine Reihe dazu. So. Ah, sind wir schon fertig? Nö. Jetzt auch. Auch hier wieder schön voll machen. Unser Schweizer Käseboot. Aha, das sehen meine Äuglein. Da gehört, glaube ich, was repariert. Kann das sein? Oder schaut das jetzt nur so komisch aus? Na, schaut nur so komisch aus. Hier, ne? Die Reihe da. Da hatte ich jetzt schon Sorge, dass uns da gleich mal was eingeht. Weil dann gehe ich baden. So. Aber hier. Hier gibt es was zum Reparieren. Hier auch noch. Passt. Hier ist auch noch was kaputt. Hier war auch noch was. So, mal schnell einen Rundgang machen. Warte, was? Okay, so im Groben passt schon mal. So, mal schnell alles zusammenfarmen. Gut. Unser Bunker. Hier mal. So, Essen werden wir gleich oben bunkern. Das stelle ich auch noch auf, in die Mitte gleich. Wo später unsere Tierchen sein werden. Nämlich hier rüben, glaube ich. Hier ist es doch zu wenig. Ja, ja. Hier passt schon besser. Dann stelle ich das mal hier hin. Damit ich gleich weiß. Okay, eines Tages soll das hier mal was für die Tierchen sein. Die Kiste da unten muss ich noch mitnehmen. Habe ich Platz? Nicht wirklich, gell? Nicht so wirklich. Warte, aber gleich. Ja, dauert wieder ein bisschen.
Ah, der Part ist eh zu Ende. Wisst was, ich mache das noch schnell fertig. Im nächsten Part besichtigen wir die Insel hier. Und werden wir da die Insel plündern. Metall und so weiter. Einen Haifisch killen. Ja, machen wir so. Ich mache das dabei hier schön sauber. Verfrachte das mal nach oben und komme dann mit einem aufgeräumten Inventar wieder zu euch zurück. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Durchhalten und Ertragen der sinnlosen Battle Session. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!